Spiel auf. Ja, nee, ist in Ordnung. Ja, das Licht mal angemacht. Ja, dann sieht man mich auch in live und sozusagen. Obwohl, ja, die Farbe noch ein bisschen lässt sich noch ein bisschen. Ja, bitte. Ach so, ja. Wieder Games und Demos. Ich weiß nicht, was da los ist. Keine Ahnung. Ja. Gut. Ja, ich singe gerne. So, bin ich live? Klappt das hier? I don't know. Tja. Ich weiß nicht, warum Games und Demos schon wieder eingestellt sind. Ich weiß es nicht. Ich habe es extra geändert und es stand da auch geändert. Würde ich gerne einen Screenshot zeigen. Kann ich aber gerade nicht. Keine Ahnung warum. Genau, wir spielen einfach noch ein bisschen weiter, aber lange mache ich jetzt auch nicht mehr. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ja. Aber ansonsten würde ich sagen, legen wir gleich los, ne? Legen wir gleich mal wieder los. Warum sind das denn nur zwei? Tja. Gut. Aller fort. Spielen wir mal weiter. Wir ducken uns. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. So. Schwupps. Es wäre halt cool, wenn ich irgendwas werfen könnte. Aber ich sehe nichts, was ich werfen könnte. Aua. Warte. Ah. Lauf, lauf, lauf. Das war jetzt aber ein Pixel. Das war ein Pixel zu wenig. Okay, ich habe einen kleinen Heiligenschein. Wenn es dunkel im Hintergrund ist, geht's. An sich ist aber die Idee gar nicht schlecht. Ich komme da nicht dran vorbei, gell? Ich könnte die wegjagen und dann vorbeischleichen. Aber sobald ich mich stelle, ist es rum. Sind die weg, oder? Jetzt verdecke ich die. Ich weiß nicht, ob die weg sind jetzt, die Tauben. Ja, super. Sind die blöden Tauben weg. Ach so, so geht's natürlich auch. Fast. Okay, aber so geht's auch, theoretisch. Muss man nur schnell sein. Da kann ich die wegjagen, mich schnell wieder verstecken. Hey, ich hab mich doch versteckt. Das ist gemein, das ist unfair. So. Zombies sind unfair. Okay, wenn die mich entdeckt haben, dann entdecken die mich auch, dass vorhin konnte ich mich noch im Gras verstecken. Ist in Ordnung. Spiel. Ändere einfach mal die Spielregeln mitten im Spiel.
Nein! Die rennen dann auch gleich zurück. Das ist doof. Mit dem Ablenken war ja gar nicht schlecht. Ich habe es ja schon fast geschafft. Aber ich bin zu langsam. Ah, zu nervös. Ah, diese blöden Insassen. Diese blöden Insassen. Mann. Die haben auch einen Radius scheinbar. Wow, wow. Das ist eine Nuss. Kommt da halt leider nicht hochgeduckt. Hey, ich bin kein kaltes Buffet. Na, das war aber kreativ gestorben. Okay. Schade. Komme ich da irgendwie aufs Dach? Nee, komme ich auch nicht aufs Dach. Wir gehen halt auch immer wieder zurück in die Ausgangsposition, scheinbar. So, sind die Tauben erstmal weg. Probier's einfach mit durchlaufen. Die sind halt verdammt nah an diesem Ding dran. Na toll. Das geht nicht. Vorhin konnte ich an denen vorbei. Nee, die sind halt auch einfach schnell. Ich bin zu langsam. Ich will was werfen. Das war noch irgendwie das Knappeste, was ich hier hatte. Halt verdammt nah. Wow. Oh ja, geschafft. Oh ja. Gott sei Dank. Oh. Okay. Immer nur ganz schön ruhig bleiben. Habe ich jetzt was verpasst? Einfach ruhig bleiben. Hier, habe ich was verpasst? Kann man da irgendwo rein? Nö. Mein dear Mr. Singing Club. Guck mal, überall irgendwelche Kreuze.
Das hält die aber nicht auf. Guck mal, da können wir hochklettern. Irgendwie, ja, vielleicht noch irgendwas looten. Da, zum Fenster rein. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zombie-Film das war, aber ich glaube, I Am Legend. Da ist ja aber einer drin. Ups. Aber wie kann ich denn? Ich komme da nicht mehr. Ach so. Ich muss an dem vorbeischleichen vielleicht. Was für Geräusche. Nein! Nein! Okay. Die reagieren immer anders als mit Ding. Nein! Hört auf! Ich muss eigentlich überall hineinkrabbeln. Oh. Okay. Der nimmt das auch alles so hin, gell? Entschuldigen Sie bitte, Ihre Hütte brennt. Schleicht da auch ein Zombie rum? Jetzt habe ich mich gar nicht umgeguckt, ob es da noch was gab, gell? Also hier ist, scheint nichts zu sein. Aber ich möchte dann eigentlich nicht so gerne blind unterspringen. Eigentlich nicht. Hier gibt es hier noch was. Hier gibt es auch noch nichts. Wäre aber cool, wenn die mal ein bisschen was verstecken würden. In solchen Situationen, wo nichts los ist. Okay. In den Tod! Aha, jetzt muss ich schon, oh, schon wieder so der Hexendinger da, Alchemie. Wenn ich wenigstens ein bisschen Gold machen würde, aber nö. Oh, guck mal da, ausruhen. So, so, so. Schauen wir mal, was will denn diese Tür von mir? Okay, das ist, sieht aus wie so ein Bischofshut. Also, so, 1, 2, 3, 4, 5, Eck. Fünfeck, Strich. Ah, das ist ein Kreuz und ein kleines Kreuz. Großes Kreuz, kleines Kreuz und Fünfeck. Okay. Schauen wir mal, ob wir es finden. Was wir brauchen. So. Was haben wir denn da? Nein. Nein. Ja. Das brauchen wir. Ich nehme das mit. So. Gut. Da. Hier, oder? Haben wir noch was? Genau. So, da. So ein Kreuz brauchen wir. Nehmen wir mit. Kleines Kreuz. Hm. Gab es hier noch irgendwo was? Da ist noch ein Pump. Ein Pumpt vor allem. Ein Pumpt. Siehst du da ein Kreuz? Ah, ein kleines Kreuz. Ja, das nehmen wir auch. So. Das dürfte es gewesen sein, oder? Probieren wir es aus. So, hier, Alchemie, Alchemie. Diese Tür. Da geht. Da durchgehe ich hier. Oder so. Mir fällt kein guter Spruch gerade ein. Oh, das war blöd. So. Mhm, jetzt will die Tür was an. Oh, einmal alles. Viereck. Also, ein Quadrat,
das steht, ein Quadrat, das balanciert, drei Punkte und ein Dreieck. Oh Gott, kann ich mir das alles merken? Na, schauen wir mal. So, also. Das brauchen wir. Dann brauchen wir das auch. Zack. Die drei. Ich muss noch mal gucken. Also, das haben wir, das haben wir. Dann brauchen wir das Dreieck, das nach unten guckt und drei Kreise. Okay. Gucken wir hier nochmal, bevor ich dann den ganzen Weg wieder zurücklatschen muss. Wir hatten ja eben wenig voll Glück. Nee, das ist nur ein Kreis. Nee, dann gucken wir mal wieder hier vorne. Ich habe natürlich nicht gemerkt, was die anderen Symbole waren. Kreuz brauchen wir nicht. Das da brauchen wir. Und drei Kreise. Hier, die drei Kreise. Und dann überprüfen wir das Ganze nochmal und dann können wir es mixen. Komm, wir gucken nochmal. Also, wir haben das Quadrat, das steht. Das haben wir, das Quadrat, das balanciert auf einer Ecke. Das haben wir auch. Dann haben wir das Dreieck, das haben wir auch. Und die drei Punkte, das müsste sein. Das müsste es gewesen sein. So, Mix. Mix. Mix, Mix. Mix, Mix, Mix. Aha. Also das mit dem Bluescreen tut mir jetzt leid. So. Jetzt sind wir draußen. Da ist auch noch eine Hütte. Auf geht's. Ja. Darfst auch reingehen, Junge. Achso, ist zu. Nein, 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 lass mich rein, 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 lass mich rein. Ja, kurz vorm Wahnsinn wird's halt nochmal lustig. So. Cool, ich bin aus dem Bild gefallen. Man muss es ja mal probieren. Ich bin auf jeder erdenklichen Form gestorben. Okay, es geht dann nicht weiter. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir da reinkommen. Manchmal muss man den Weg auch ein Stück zurückgehen. Und sich nochmal fressen lassen. Guck mal da. Können wir da nochmal rein? Oh, ja, tatsächlich. Was ist da? Oh, was ist das denn? Ein Spiel? Oh, guck mal da. Ein Schlüssel? Na, wie praktisch. Aber das wäre ja cool, wenn wir da jetzt ein bisschen spielen könnten, so zur Entspannung. Cool, das war jetzt echt nur das? Okay. Was haben wir denn da? Eine Kerze. Das Licht. Müssen wir hier lang? Nicht wirklich, ne? Das wär's ja. Nö, nix, nix, nix. Keine Bobbel. Sandsäcke. Gut, schauen wir mal. Obwohl das ja so eine Holztür ist, die könnten wir ja eigentlich einrennen. Oder? Mal kräftig Anlauf nehmen. Okay. Oh, erstmal hier. Nein. Erstmal hier gucken. Okay, okay. Wieder in den Tod. Ja, in ein schwarzes Loch. Das ist immer eine sehr gute Idee. Kinder, merkt euch das. Bei Einbrechern. Was ist denn? Warum kann ich nur hin und her krabbeln? Oh Gott, ich muss da springen. Hui, guck mal da, alles voller Blut. Da ist auch noch was. Ach, eine Kurbel. Kurbeln will gelernt sein. Ein Reuse hochgeräusert. Mal gucken, ob wir noch einen... Na, wie heißen die nochmal? Einen Hummer haben. Hämmer Hummer, nicht nur Hämmer Hummer. Hey!
So. Ja, und jetzt lass mich runter. Vielleicht müssen wir es runterlassen. So, dass wir noch dran springen können, aber dass wir halt runterkommen. Das wäre auch eine schlaue Idee. Ach, manchmal bin ich so schlau. Tja. So, und jetzt? Manchmal bin ich so schlau. Und jetzt? Da unten werde ich sterben. Guck mal. Ja, muss man ja mal probieren. Wie seltsam, was ist das für ein... Ui, guck mal, ich bin durch die Tür geklitscht. Ich glitsche immer noch. Was ist los? Controller? Guck mal, ich habe einen Bug gefunden, toll. Jetzt werde ich für immer sterben, weil ich das nicht mehr kontrollieren kann. Hä? Oh, das Spiel ist verbuggt. Mein Spiel ist verbuggt. Jetzt habe ich den Schlüssel nicht mehr. Gucken, ob es noch geht. Nee, ich bin verbuggt. Toll. Gucken, ob es dann geht. Guck mal, den Schlüssel habe ich auch nicht mehr. Ha? Oh, das ist schade. Oder hängt es am Controller? Guck mal. Moonwalker, yeah. Ui. Och, Manno, jetzt ist das Spiel verbuggt. Weißt was? Dann töte ich mich und guck mal, ob es danach wieder geht. So. Mal gucken, ob das Spiel jetzt wieder irgendwie... Nein. Oh nein. Ach, ich kann aber noch vom Checkpoint. Ich weiß aber nicht, wo der Checkpoint war. Das ist jetzt ärgerlich. Aber so kann ich nicht spielen. Warte mal. Ah. So funktioniert das nicht. Ich guck mal, ob ich mit dem anderen, ob der was ausmachen kann. Ja, dann stirb halt. So, schauen wir mal. So. Muss ich mal gucken. Sowohl Mikrofon als auch Spiel werden übertragen. Ich warte jetzt noch mal kurz, ob das wirklich übertragen wird. Ach. Aber wenn das jetzt echt verbuggt ist, dann hören wir auf für heute. Dann habe ich keine Lust mehr. Och, Manno. Und der andere Controller ist leer. Guck doch mal, damit kann man doch keinen Blumentopf mehr gewinnen. Das ist auch total schwer zu steuern gerade. Guck, und ich hüpfe nicht. Ich habe den... Und den Schlüssel hatte ich eigentlich und jetzt geht es nicht mehr auf. Also ich komme jetzt auch nicht mehr weiter. Also ich glaube, ich muss tatsächlich entweder neu laden. Hoppala, so war es nicht gedacht. Neustart von Checkpoint. Jeder Fortschritt ab dem Checkpoint geht verloren. Das ist natürlich bitter. Aber es wird eh nicht anders gehen. Es wird nicht anders gehen. Schauen wir mal, ob es... Oh. Der Kampf muss ja gewonnen worden sein. Jetzt habe ich aber vergessen, wie ich die Zombies gemacht habe. Ob das gespeichert wurde. Drückt mal die Daumen. Aber so funktioniert's halt nicht. Das Spiel war verbuggt.
Bucketlist. Müsste man ja eigentlich mitteilen, gell? Lalalala, fällt mir noch ein Gedicht von Heinz Erhardt ein? Nö. Ihre Kuh ist tot, war die Hallerforden, wenn ich mich nicht irre. So. Hurra, guck mal, ich stehe. Und ich bin gar nicht weit. Prima. Gucken wir mal, ob der Schlüssel noch da ist. Oh, mir tut's echt leid wegen dem Schatten da. Nee, also gut. Dann holen wir noch den Schlüssel. Ja, jetzt kann ich auch viel besser steuern wieder. Guck mal. Ja, ich stehe wieder. Gut. Die Reuse ist verbuggt. Man darf bei der Reuse nicht sterben. So. La. Oh, was liegt denn da? Das ist ja überraschend. Meine Güte. Guck mal. Klick. Klick. Aufgehoben. Aber ansonsten finde ich hier nichts, gell? Nichts. Nichts. Nicht. Nö. Na gut. Tschüss. Danke. Aber das ist gut. Ach, da bin ich beruhigt. Aber kann ich da vielleicht abkürzen? Nee, ich kann nicht abkürzen. Ich kann nicht cheaten. Wir hätten jetzt auch mal da durchklitschen können. Nö. Ich klitsche mich mit dem Moonwalk in den Tod. In the Moonwalk Shadow. Di 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 di. Ups. Vielleicht muss ich auch eher hoch als runter. Ja. Und einfach hier raus. Probieren wir es nochmal mit ganz hoch. Weil runter lauert der Tod und ein Bug. Vor dem Bug habe ich eigentlich mehr Angst. So. Hepp. Und hoch mit dir. Ja, das war einfach. Okay. Hopp. Aber, oh, komm hoch. Okay, okay. Ganz hoch. Und zu mir springen. Jawohl. Sehr schön. Ducken. Und raus. Wee. Bunk. Gut. Haben wir hier noch was? Meine Güte, bin ich froh, dass wir da nicht nochmal durch diese Zombie-Wüste da mussten. Okay, jetzt können wir plötzlich nicht mehr klettern. Kraft ist alle. Ich habe gerade noch was gesagt. Haben wir hier wieder so einen, Untoten? Guck mal, das Letzte, was er gemacht hat, ist ein Blümchen. Okay. Wir sind doch Innenmörder. Dann können wir sie doch noch mal so richtig unschädlich machen. Aber mehr gibt's hier nicht. Aber warum kann ich das nochmal angucken? Da ist ein Messer. Hat sie sich etwa in den Kopf? Oder, ja, oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das Blümchen sehr schön. Hat sie schön gemalt. Okay, plötzlich können wir auch nicht mehr klettern. Sollten wir hier nur Verzweiflung und Pein und Martha sehen. So, jetzt können wir klettern. Okay, wir mussten einfach mal einen Toten sehen. Nein. Großartig. Ich habe den Toten schon gesehen und ich habe das Blümchen schon gesehen. Die Blume des Todes. So, lalalala. So, Blume des Todes. Zack. Ja, oh, schön weg. Die Blume des Todes.
So. Kletter, 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 kleiner Frosch. Aha. Springen ist auch des Todes. Du Depp. Du blöder Depp. Ach, wieder Plümpchen des Todes gucken oder dürfen wir gleich hoch? Gut. Komm, jetzt machen wir schnell. So, Blümchen des Todes. Tag, tschüss. Manchmal, diese einfachen Sachen sind voll schwer. Manchmal. So, stellen wir uns da vor und dann klettern wir hoch. Guck mal, das war ganz einfach. So, und dann gehen wir da hoch. Und dann bin ich mal gespannt, wie wir da runterkommen. Hüpf. Am Ende gar nicht. Ui, okay, cool. Okay, wir haben uns einfach nur ein bisschen wehgetan. Und wir kommen dann jetzt... Och, Spiel. Da gibt's nix. Für meinen Heldenmut, das Dach runterzuspringen, gibt's nix. Na gut. Ein Satz mit X. Ich sollte keine Spiele mehr blind spielen. Ui. Dunk. So voll mit dem Hirn gegen den Schuppen gerannt. So, hallo. Gute. Und wie? Oh. Wee. A Plague's Tale. Warum? Wee. Jo, toll. Hast du gut gemacht. Und jetzt? Alter, ich will wieder was. Okay, ich muss wieder Fingerakrobatik machen. R1. Guck mal, wenn du das nicht weißt, ja, welche Tasten zu drücken sind, jetzt schau dir mal an, wie ich meine Finger hier halte. Ist das nicht nett? So. So. Gut, jetzt habe ich einen Schlüssel. Das ist gut, dass das Spiel das schon alles vorweg sagt, weil ich wusste gar nicht, dass wir einen suchen müssen. Ich würde gerne noch mehr finden. Noch mehr finden. Ein Mädchen. So, na gut, komm, gehen wir raus. Eieieiei, ist das aufregend. Guck mal, da ist schon wieder eine Kerze. Müssen wir mal reingehen. Hallo? Hallo? Der Lieferdienst. Was kann ich für Sie tun? Guck mal, da ist ein Bubbel. Wey, da liegt eine. Die habe ich eben gar nicht gesehen. Oh, Märchentime. Dann bin ich wieder leise und wir gucken, wir hören uns mal ein Märchen an. Dear Diary. I am so in love with him. I cannot even describe it. It feels like he loves me too. Our village still tries to heal its wounds from the dark days. But at least me and my love survived and have each other. Ich kann voll gut malen. After the horrible witch hunt, we thought we were safe. We thought we would have peace. But then the plague came to our village. Ja, a Plague's Tale, ja. So viele Ratten, wahrscheinlich die Pest, hm? Feels like the plague is some kind of punishment for our sins. Maybe we deserve this. Ja, nicht wirklich Sünde. Ja, passiert halt in unhygienischen Zuständen und, naja, Viren und so, ne? Pest ist ein Virus? Ich glaube schon. Oder nein, das ist bakteriell, gell? Ein bisschen Antibiotika und gut ist und die ganze und so viele Menschen hat's dahin gerafft. People say they have seen an old woman with a rake at night. Oh. Every house she passes, people inside get sick. I hope she does not come to my house.
Every morning, someone new has fallen ill, and shortly thereafter, they die. Oh, why? We do not even dare to give them a proper funeral. Oh, why? It is horrible. The dead are rising from their graves, and they eat the ones left alive. Hmm. I have locked myself in the house. I got separated from my love. Das ist schrecklich. I wish I could be with him. I hope I can meet him in the next life. I'm out of food, and the dead are right outside my door. I miss him so much. Ja, das kann ich gut verstehen. Oh, ist das tragisch. Oh, es tut mir leid. Tja. Ich glaube, wir machen nicht mehr so lange. Die Stimme geht irgendwie auch gerade weg. Da das Licht, ne? Das Licht der Hoffnung, die sich aber nicht erfüllt. Was denn da? Oh nee. Ach da, okay, da kamen wir her. Das wusste ich. Da geht's nicht weiter. Oh, ich kann mich schon wieder verstecken. That's not good. Das ist kein gutes Zeichen. Nein, nein, nein. Habe ich da vorne einen anderen Ausgang vergessen? Ich bin durch den Hinterausgang und da gibt's noch einen Vorderausgang. Kann natürlich sein. Siehste, das heißt, ich muss mal bald ins Bett. So. Habe ich hier irgendwo einen Ausgang übersehen? Das ist das Märchenbuch. Nö, hab keinen Ausgang übersehen. Gibt keinen. Fenster? Nö. Gibt's zwar. Aber wenn sie out of food ist und aber die Tür ist so offen. Und sie wohnt direkt am Fluss. Sie hat sich verbarrikadiert. Oh nö. Oh nö, ich höre da was. Mau! Lauf! Lauf, 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 lauf! Oh. Himmel. Ich sehe nichts mehr, aber mal nix. Coole Perspektive. Ich sehe immer noch nichts. Die Tür ins Nichts. Okay. Bonk. Nicht so laut. Nicht so laut. Ah, nein, das sind ganz viele. Guck mal. Ich war gerade ganz kurz in Gedanken. Sollte man nicht sein bei dem Spiel. Hä? Dead End. The Walking Dead End. Ich würde ja da gerne ungern durch, ehrlich gesagt. Kommen wir da durch? Da kommen wir durch. X tot. Da ist tot und verderben. X. Gut, das ist schon aufregend. Thrilling.
irgendwie ein bisschen so. Oh, nein! Oh. Scheiße, scheiße. Nein, 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 nein. Tschüss. Oh. Mein Herzkranzquäse. Hätte mal Troppe. Jetzt bin ich wieder da, wo ich war. Ich will da nicht nochmal durch. Geh ich hier lang. Tschüss. Nein. Na gut, aber ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt aufzuhören, weil ich echt müde bin. Und ich bedanke mich für alle, die zugeguckt haben. So. Und ich mache jetzt hier mal an der Stelle einen Cut. Wann ich das nächste Mal aufnehme, weiß ich nicht ganz genau. Ob wir das morgen noch oder schon schaffen, weiß ich nicht. Ja, was am Sonntag läuft, weiß ich sowieso nicht. Und von daher, genau. Ich wünsche euch eine geruhsame Nacht. Träumt mir nicht von Zombies. Und an dieser Stelle sage ich mal Tschüss, bis nächstes Mal. Eure Nagiri. Tschüss.